Hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Eine Serie namens Wanda. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael. Einen wunderschönen Montagabend. Hallo, hier ist Nerdizismus mit den Hero Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, zu meiner von euch aus gesehen Linken, die Nerdizistin Lea. Hallo. Hi. Und der Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallihallo. An diesem so besonderen Tag, ja, wo alle wieder ihre Haare schneiden können. Und wenn man diesen Podcast in 5 oder 10 Jahren hört, sich denkt, ja, und was soll das jetzt? Wir sind aber heute nicht hier, um über Haare schneiden zu sprechen, sondern wir biegen auf die Zielgerade von WandaVision ein. Wir haben die Folge 7 und die Folge 8 konsumiert. Und müssen ganz, ganz dringend drüber reden, bevor nächste Woche dann mit Folge 9 dann das Staffelfinale auf uns wartet. Deswegen auch hier gleich mal die Ankündigung. Entgegen unserem normalen Rhythmus wird es dann nächste Woche Montag am 8.3. nochmal eine Folge Hero Nerds geben, wo wir also über die 9. Folge reden und dann nochmal die ganze Staffel Revue passieren lassen. Und wie in jeder Folge habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, dann mit uns zu sprechen und uns eure Meinung kundzutun. So rum, ja, man darf einfach nicht schneller sprechen, Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Ich habe in irgendeiner Gerüchteküche gelesen, dass es angeblich eine Secret 10. Folge geben soll. Ja, das wurde doch schon von Anfang an irgendwie gespreadet, ne? Dass angeblich soll da was kommen. Ja. Aber das, mal sehen. Das würde ja dann auch die Wartezeit überbrücken und würde ja dann nahtlos mit Falcon and the Winter Soldier übergehen. Das heißt, es gäbe gar keine Pause dazwischen. Naja, sie haben es ja auch indirekt gesagt damals, als sie angekündigt haben, welche Disney-Serien laufen, dass sie im Idealfall keine Woche in diesem Jahr haben, wo keine MCU-Serie läuft. Also, Gott, wann sollen wir das denn alles becasten? Ja, mir sind vor Schreck ja schon die Haare ausgefallen, sieht man ja. Also von daher. Ja, ich muss auch mal wirklich gucken, ne? Weil wenn dann der Lockdown vorbei ist und ich wieder Hockey spielen kann, das ist eigentlich immer montags. Naja, okay, so weit sind wir noch nicht. Ja, bevor wir dann einsteigen und ich sehe schon, der Chat ist auch wieder da auf Twitch und auf YouTube. Hallo an alle, die heute, das muss man ganz ehrlich auch hier an der Stelle nochmal einen schönen Dank sagen, nicht Netflix gucken, nicht Amazon Prime gucken, sondern unsere Gesichter anschauen. Das ist, Freunde der Sonne, vielen Dank da draußen. Ne? Das ist nicht selbstverständlich. Und Michael, wenn Sie nicht Marvel-Fans sind, oder Marvel-Fans sind alle, die heute eingeschaltet haben, aber alle, die am Podcast und am Podcatcher sitzen, ja, nächste Woche geht ja noch was Neues los und von Star Trek gibt was Neues und überhaupt, uns geht der Stoff nicht so schnell aus, ne? Nee, ich meine, alle großen Franchises bedienen wir sowieso. Und wer das alles mitbekommen will, geht wie immer auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alle Serien Walking Dead, Star Trek, Star Wars, MCU und so weiter und so fort. Jede zweite Woche haben wir auch gerade ein freies Thema, was ganz nett ist. Mal schauen, wann wir das nächste Mal das hinbekommen. Das Voting läuft noch oder ist das Voting schon abgeschlossen? Nee, das Voting ist schon abgeschlossen. Am 15.3. ist die nächste, ich sag mal, freie Call-In-Nacht, da reden wir über Filmklassiker. Das heißt, Michael und ich werden eine Liste zusammenstellen mit Filmen, die wir als Filmklassiker bezeichnen. Aber natürlich wollen wir auch gern eure Meinung hören. Und da könnt ihr auf nerdizismus.de/Discord gehen und dort mal dann mit uns sprechen. Call-In lebt davon, dass ihr mitmacht. Und Michael, hast du wieder was vorbereitet für heute? Ja. Ich glaube, ihr könnt euch wieder zurücklehnen. Es ist ja die Kunden, aber die ist mir noch im Schreiben noch nicht ganz gelungen. Also da bin ich eher im Design und UX, das was Reduktion angeht. Wenn ihr uns währenddessen schon mal lange Briefe schreiben wollt, gerne info@nerdizismus.de. Unsere WhatsApp-Adresse, die 01525964777. Ja, genau, richtig. Und natürlich, wie immer, nerdizismus.de/Discord. Also,
zurücklehnen, wie sagt MyLab immer, einen Tee trinken und zuhören. WandaVision, die Episode Breaking the Fourth Wall. Willkommen in den 2010ern. Zumindest in den 2010ern, die wir aus der Sitcom-Welt kennen. Passend zum immer gegenwärtigen Metakommentar der bisherigen WandaVision-Episoden werden selbst die Charaktere in der fiktiven Welt von WandaVision diesmal richtig Meta. Und so it begins. Nach dem bisher unmotiviertesten Previously on WandaVision, sollten wir später nochmal drauf eingehen, was das bedeutet, finden wir die verkaterte Wanda in ihrem Bett nach einer durchzechten Halloween-Nacht vor. Und schon wird der Titel der Episode wahr. Wanda selbst richtet sich beim Durchbrechen der vierten Wand an uns. Zuschauer hierzulande kennen das eher aus RTL-Formaten wie die besten 10 beklopptesten ProSieben-Mallorca-Urlauber mit Sonja Zietlow, wenn Mario Barth, Ruth Moschner und irgendein Wollny ihren Kommentar direkt in die Kamera abgeben. Gemeint sind in diesem Fall aber großartige Mockumentary-Formate wie Modern Family, The Office und Parks and Recreation, die den Sitcom-Stil der 2010er wesentlich prägten. By the way, wer drauf stehen sollte, der sollte unbedingt die hierzulande schändlichst untergegangene US-Version von The Office und auch Parks and Recreation auf jeden Fall nochmal gucken. Wanda gibt auf ihrer Modern Family Couch ihr eigenes kleines Recap der Ereignisse der letzten Episode / Halloween-Nacht inklusive Covid-19-Pandemie-Verweis wieder. Nach dem Snap gibt's im MCU auch noch Corona. Die Armen. Cut zurück zum Elternzimmer, in das Billy und Tommy reinstürmen und von ihrer verrückt gewordenen Spielekonsole berichten, die sich von einer Switch zurück zur Brettspielvariante entwickelt. Uno war's, glaube ich. Mama Wanda will nichts von Stimmen in Köpfen wissen, schaltet auf Stumm und macht, was jede moderne Mutter macht. Sollen die Kinder ihre Probleme doch selbst lösen? Soll es doch ein Wandertag werden? Blöd nur, wenn sich selbst die Frühstücksmilch vor ihren Augen zurück zur Milchflasche entwickelt. Hat sich Wanda mit der Erweiterung ihres Hexfeldes etwa ein bisschen zu viel vorgenommen? Sind wir am Ende der TV-Parodien angekommen? Kommentar, Wanda will davon nichts wissen, stattdessen gibt es Intro-Time. Das Office-Fanherz in mir freut sich über eine perfekte Anlehnung an den catchy Office-Sound, während die Visuals wohl eine Hommage an die Serie Happy Endings sind. Habe ich leider nie gesehen, kommt direkt auf meine Watchlist. Schnitt zu Hayward und dem Rest von S.W.O.R.D., der dem Hex noch entkommen konnte. Hayward ist pissed und will gleich mit dem Gegenschlag beginnen, was immer auch das bedeuten mag. Währenddessen ist Vision zurück in Modern Vision, Modern Wanda, egal. Er wacht wieder zusammengesetzt inmitten des neuen Sword-Zirkus auf. Dank seines Outfits wird er für den neuen Clown gehalten und zugleich mit Entfesselungskünstlerin Darcy zusammengesetzt, die den Traum eines jeden Fans lebt und Teil der geliebten Fernsehsendung geworden ist. Zurück in Westview erleben wir, wie Wanda langsam sich sehr selbst genug von der Schoße hat. Wo ist Vision? Soll ihr egal sein. Onkel Pietro ist nicht Onkel Pietro und alles andere ist sowieso absolut sinnlos. Bevor die Depression ihre Mutter auch die Kiddies mit reinzieht, taucht Agatha, aktuell noch Agnes auf und springt heute für die Kinderbetreuung ein. Sollten wir nervös werden? Wanda hingegen schon, denn ihr Wohnzimmerinventar will sich ebenfalls nicht ans Skript halten und durchlebt in Sekundenschnelle nochmal die vorherigen Episoden. Couch-Kommentar Wanda besteht deshalb auch einmal zu oft darauf, dass alles noch in Ordnung ist, bevor sie kräftig schlucken muss. Schnitt zu Team Rambo, außerhalb des Hex. In guter Exposition-Laune erfahren wir, was wir schon vermutet haben, dass Hayward Vision für sich selbst als Waffe wiederbeleben wollte, Project Cataract. Und erst Wandas Einschreiten den gewünschten Effekt hatte. Gut, dass man Monika noch einige Freunde hat. Ihr mysteriöser Freund hat ihr Unterstützung in Form eines Mars Rovers geschickt, mit dem Ziel, unbeschadet zurück in den Hex zu gelangen. Respekt, in was für einer Rekordzeit dieses Ding mal eben gebaut wurde. Die Ressourcen von S.W.O.R.D. möchten wir in unserer Industrie gerne mal haben. Im Hex lässt uns Vision nicht lange zappeln, denn er selbst will wissen, was hier abgeht. Und er löst Darcy schnell aus ihrer Statistenrolle. Nach kurzer gegenseitiger Vorstellung schnappen die beiden sich einen Zirkusvan und hauen ab. Währenddessen glitscht es um Wanda herum immer heftiger. Der Meta-Level erreicht 1000, als Couch-Kommentar Wanda selbst vom Personal hinter der Kamera abgefragt wird. Das geht doch nicht. Einmal mit Profis arbeiten. Werbepause. Hier dürfen wir uns hierzulande freuen, dass es in Deutschland das Heilmittelwerbegesetz gibt. So eine Werbung kann es nur im Krankenversicherungskatastrophenland Amerika geben.
Antidepressiva sind dort nämlich der letzte Scheiß, auf den auch WandaVision aufspringt. Mit einer schönen Anspielung auf Wanda als Nexuswesen, das laut Comics in allen Realitäten existiert. Die Risiken und Nebenwirkungen können Folgendes enthalten: deine Gefühle fühlen, Konfrontationen mit dir selbst, sich seinem Schicksal stellen und wahrscheinlich noch mehr Depressionen. Yippie! In Westview spielt Agnes weiterhin die gute Tante und versucht in ihrer extrem suspekten Wohnung die Kiddies zu beschwichtigen. Außerhalb des Hex wissen wir übrigens immer noch nicht, ob sich hinter Monikas geheimnisvollen Ingenieursfreund vielleicht Mr. Fantastic verbirgt. Bekommen aber schnell mit, dass der Plan mit dem Rover nicht aufgeht. Das Hexfeld ist doch wie verhext und schreibt selbst einen hochentwickelten Rover schnell zum verrosteten Pickup-Truck um. Monika will aber endlich ein Superheld werden und kämpft sich wahrscheinlich genau deswegen und wegen der vielen Vorwarnungen einmal via 2001 Space Odyssey Flashback durch die Barriere. In Anlehnung an wahrscheinlich Rays Lichtschwertszene aus The Force Awakens bekommt Monika Ausschnitte aus Captain Marvel vorgesetzt, bevor sich ihre Augen verfärben und sie auf der anderen Seite des Hex einen auf Neo macht und die Matrix in all ihrer Codepracht zieht. Jetzt muss sie sich nur noch für einen ihrer vielen Comic-Superhelden-Titel entscheiden. Captain Marvel, Photon, Pulsar oder Spectrum? Wer weiß. Darcy holt währenddessen den unwissenden Zuschauer und Vision ab, indem sie die Ereignisse von Age of Ultron bis Infinity War einmal zusammenfasst. Mehr Zeit ist uns mit den beiden gerade nicht vergönnt, denn Monika taucht endlich bei Wanda auf der Türschwelle auf, um sie vor Hayward zu warnen. Pech, dass die sich nicht durch Werbung beeinflussen lässt und offensichtlich keine Nexus-Pillen schluckt. Im Gegensatz zum letzten Mal hat Monika ihr aber einiges entgegenzusetzen und lässt sich nicht so einfach wieder rausschmeißen. Kann sie Wanda trotzdem mit ihren Worten überzeugen? Tja, das lässt Agnes nicht zu, schnappt sich Wanda und Monika schaut ins Leere. Zurück zu Darcy und Vision, die dank Straßensperren und Kindergartengruppen kaum vorankommen. For the children. Vision realisiert, wie frisch Wandas Traumata sind, hebt ab und überlässt die arme Darcy sich selbst. Wir sehen uns dann im Finale wieder. Das Ende der Episode rückt näher. In Agnes Wohnung wird es immer creepier, als Wanda sich fragt, wo eigentlich die Jungs abgeblieben sind. Die spielen im Keller. Ah ja, ganz normal. Wanda geht mit uns auf Entdeckungstour, wenn aufmerksame Zuschauer mitkriegen, dass sich das Seitenverhältnis der Kamera auf dem Weg in den Keller nicht mehr im Sitcom-Format befindet. Dunkle Gänge, ein verwunschenes Buch, alte Säulen und seltsame Altare. Was geht hier nur ab? Gestatten, der Name ist Agatha Harkness. Wissende Fans schreien auf, Wanda wird verzaubert und ich bekomme die ganze nächste Woche den verdammten Sound von It Was Agatha All Along nicht mehr aus meinem Kopf. Abspann. Moment, surprise, surprise. Marvel macht auf Marvel, denn wir bekommen eine Mid-Credit-Scene, in der Monika beim Rumschnüffeln von Pietro überrascht wird und eine Woche später geht's direkt weiter mit der Episode, die da so wunderbar heißt, Previously On. Es ist 1693, eine Hexe wird in Salem zum Scheiterhaufen gebracht von Twist anderen Hexen. So lieben wir unsere Geschichtsumschreibung. Eine de-agte Agatha wird beschuldigt, sich unerlaubterweise in dunkler Magie geübt zu haben. Mami mag das gar nicht, also wird nicht der Scheiterhaufen angezündet, sondern nur ein bisschen Magie versprüht. Nicht mit Agatha, die dreht den Spieß um, saugt ihre Hexenkolleginnen und Mama aus und wird zur Oberwitch. Gibt Catherine Hahn mehr Hauptrollen, die Dame ist fantastisch. Da es letzte Woche zwei Intros gab, gibt's diesmal einfach keines. Logisch, Agatha All Along spukt sowieso jedem noch im Kopf herum. In der Gegenwart erfahren wir, was Agatha eigentlich hier macht. Sie will wissen, wie zum Teufel Wanda das alles gemacht hat, was sie bisher in 7 Episoden alles miterleben durfte. Als Oberhexe hat sie nämlich direkt mitbekommen, dass ihr mächtige Kräfte am Werk sind und Westview einen Besuch abgestattet, inklusive Fake Pietro. Schade, das heißt, das wird wohl doch kein X-Men-Crossover bekommen, oder? Danke, Agatha, war wohl doch erstmal nur Stuntcasting von Evan Peters. Agatha führt Wanda ein paar Tricks vor, kann ihr aber nichts entlocken, denn Wanda hat selbst keinen Plan, wie sie das geschafft haben soll. Zeit also für ein paar Wiederholungen von Wandas Vergangenheit, um den Spuk zu beenden. Ab durch die Twilight Zone-Tür rein in Wandas Kindheit. Mit russischer, sokovianische Einrichtungen und jeder Menge Bootleg-DVDs von Dick Van Dyke und Co., die Vater Maximoff eigentlich an den Mann bringen sollte. Stattdessen gibt's einen gemütlichen Serienabend mit Wandas liebster Unterhaltung, Sitcoms.
Diese Episode bricht leider alle Herzen, denn sie bestätigt doch viele unserer Theorien und zerschmettert andere Vermutungen. Pietro ist nicht aus den X-Men-Filmen wahrscheinlich und Wandas Vater kein Magneto. Schade. Wandas Serienobsession als Anspielung auf ihre Kindheit stimmt aber in dem Fall. Boom, die Szenerie explodiert und mit ihr Wandas Familienidylle. Zerstört, sponsert bei Stark Industries, so wie wir es schon in Age of Ultron mitbekommen haben. Aber jetzt kommt der Knaller. Die Stark-Bombe war kein Blindgänger. It was Wanda all along. Der große Twist, Wanda war schon von vor ihrer Infinity-Stone-Wandlung magisch begabt. Da ist selbst Wanda buff. Da Agatha aber noch nichts vom Mindstone weiß, geht's erstmal durch die nächste Tür zum nächsten Flashback. In die rebellischen Jahre von Wanda. Ganz klar, dass sie gleich hier einem Nazi-Kult beitritt, Hail Hydra. Und damit sich Fans auch nicht länger über Inkonsistenzen wie die blaue Farbe von Lokis Zepter ärgern müssen, liefert Marvel direkt die Erklärung. Infinity Stones sind wie Zwiebeln oder Schreckmonster. Sie haben Schichten. Als einzige von vielen Versuchskaninchen überlebt Wanda ihre Begegnung mit dem Stein und sieht dabei die Silhouette ihres Comic-Gegenstücks. Dazu aber mehr gegen Ende der Episode. Zurück in die Hörerzelle wird erstmal weiter Sitcoms gewünscht. Dass sie dort überhaupt westliche Propaganda gucken durfte? Das Besondere an diesem Flashback erklärt uns Agatha. Der Infinity Stone war nicht für Wandas Magie verantwortlich, er hat sie nur verstärkt. Die nächste Twilight Zone-Tür geht auf. Wir treffen auf Wanda und Vision im Avengers-Komplex nach Age of Ultron. Vision entdeckt seine Menschlichkeit, hilft Wanda in ihrer Trauer um den verstorbenen Bruder und eine große Love-Story beginnt. Ja, bis Thanos dazwischen kommt. Wanda hatte es wirklich nicht leicht. Agatha fasst alles zusammen. Eltern tot, Bruder tot, Lover tot. Was passiert, wenn niemand mehr da ist, der einen aus dem Loch holen kann? Und jetzt wird's nochmal richtig interessant. Hinter Tür Nummer 4 erfahren wir endlich, wie die Wurst gemacht wird. Denn nach dem Blip taucht eine aufgelöste Wanda im Sorbtaut-Quartier auf. Dürfte ungefähr zur selben Zeit gewesen sein wie Monika, wenn wir uns recht dran erinnern. Visions Körper wurde gestohlen und Bad Guy Hayward gibt es auch noch zu. 4 Milliarden Dollar an Vibranium gibt man nicht einfach auf. Den Rest sollten wir kennen. Wanda rastet aus, schnappt sich Visions Body und haut ab. Falsch. Hayward hat sich scheinbar ein paar Deepfake-Tutorials im Netz reingezogen, seine eigenen Fake News erstellt und ist auch sonst ein ganz gewöhnliches Arschloch. Wanda kann sich nämlich sehr wohl fast beherrschen, verabschiedet sich tränenreich von Visions Einzelteilen und zieht friedlich von dannen. Sie nimmt uns mit auf einen Roadtrip ins Westview der Moderne, eine abgewrackte Kleinstadt kurz vor dem endgültigen Zerfall. Angekommen bei den symbolischen Ruinen eines alten Hauses, zeigt sie uns die letzte Notiz von Vision, der wohl das ansässige Grundstück gekauft hat, um Wanda in bester Sitcom-Manier mit ihr ihren Lebensabend zu genießen. Tränen fließen bei Wanda und bei uns und Wanda explodiert in einem Hexagon voll Chaos-Magie und wir erleben die Szenen so, wie sie wohl kurz vor Episode 1 stattgefunden haben müssen. Die Schwarz-Weiß-Gentrifizierung von Westview und die Erschaffung von Vision, um genauer zu sein, WandaVision. Die gelbe Energie der Mindstones erschafft einen neuen Vision aus dem Nichts und für uns die perfekte Steilvorlage für gleich weitere Diskussionen. Wanda kommt zu sich in der Kulisse einer Sitcom mit Agatha, die Kunst des Slow Claps perfektioniert. Wanda hört die Schreie ihrer Kinder, stürmt auf die Straße und trifft auf Agatha Harkness in voller Hexenpracht mit den Kindern an ihrer sprichwörtlich magischen Leine. Ich weiß, wer du bist. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich du bist. Du solltest nur ein Mythos sein, ein Wesen mit der Macht spontaner Kreation. Und was machst du draus? Frühstück und Abendessen. Dieses ganze Leben macht dich zur Scarlet Witch. The End. Oder doch nicht. Noch einmal geht's zu Hayward, der es endlich schafft, seinen Masterplan zu verwirklichen. Mit ein wenig Magie von Wanda. Und vor uns stehen die sehr weißen, wiederbelebten Überreste von Vision Prime. Badum. Mensch, da hast du aber im Schnelldurchlauf diese, und ich habe beim Gucken mir noch gedacht, na, da ist aber so viel Handlung drin, da wird der Michael aber ganz schön was zu schreiben haben. Ja, ja. War auch ein bisschen was zu tun, muss ich sagen. Ich beneide dich ja, dass du wenigstens gute Dinge aufschreiben kannst. Ich muss ja immer Unsinn zusammenfassen. Ja?
Und damit wir uns nicht vorwerfen lassen können, irgendeinen Unsinn zu vergessen, muss ich den ganzen Unsinn zusammenfassen, was dann auch immer 2 Stunden dauert. Aber gut, ja. Lea, du hast ausnahmsweise mal nichts in irgendeine Gruppe oder sonst irgendwo geschrieben, wo drin stand, dass du schreiend im Raum vorm Fernseher gestanden bist. Ja, war ja auch wenig Pietro in den beiden Folgen, ne? Also von daher... Ich fand die Folgen aber tatsächlich trotzdem gut. Also sie waren halt sehr erklärend und sie haben halt Dinge aufgelöst, die wir eigentlich schon von Anfang an wussten. Das war so ein bisschen schade, weil ich habe mehr gehofft oder erhofft, besser gesagt, dass irgendwie noch was kommt, wo ich denke so, okay, krass, damit hätte ich niemals gerechnet. Also es war relativ klar, dass irgendwas mit Vision noch ist, ne? Dass es jetzt zu einem White Vision gekommen ist. Hätte man sich denken können von den Comics her. Und Agatha Harkness ist jetzt überhaupt gar keine Überraschung in keiner Art und Weise. Aber naja, zumindest sagen wir mal so, für unsere Zuhörer und für uns vielleicht nicht. Wir dürfen, glaube ich, da auch nicht wieder die Otto-Normal-Zuschauer, den Otto-Normal-Disney-Viewer vergessen. Ich sage mal, für mich war es überhaupt gar keine Überraschung. Wir haben ja jetzt auch in den letzten Malen immer wieder darüber geredet, dass es definitiv Agatha Harkness ist. Also von daher war das relativ klar, fand ich. Ja, aber stimmt die mir noch zu, Catherine Hahn? Absolut Hammer. Fantastisch, oder? Mega. Auch, dass sie das selber gesungen hat, fand ich ziemlich cool. Ja. Und ist auch wieder von den Songschreibern von Frozen geschrieben worden. Oh, schön. Ja, im Chat. Ja, die haben ja auch im Chat wird schon fleißig mitgesungen, ja. Also. Ja, der Song war wirklich, der war wirklich catchy, das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ihr die schauspielerische Leistung lobt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich absolut bei euch. Also auch was zum Beispiel Elizabeth Olsen angeht, hatte ich. Ja. Sind wir mal ehrlich, ein MCU-Film fordert einen jetzt schauspielerisch jetzt in der Regel nicht übermäßig, ja. Da lieferst du eine solide Leistung ab und dann passt das schon, ja. Aber was sie hier teilweise wirklich von einer Szene zur nächsten rausholt aus der Schauspielkunst, ist wirklich klasse. Da können sich andere eine Scheibe von abschneiden und ich muss bei einer Serie, die wir an der Stelle jetzt hier nicht erwähnen, dem Punkt, aber wenigstens sind die Schauspieler gut eigentlich, ganz ehrlich, nachdem ich das jetzt gesehen habe, kann ich das eigentlich auch in die Tonne kloppen, weil das ist einfach auch nochmal Welten voneinander an der Stelle entfernt. Ja, ich überlege gerade, wie wir die Sendung heute strukturieren. Ob wir ein bisschen chronologisch vorgehen, Lea, du hast vollkommen richtig gesagt, es waren so 2 Erklärbär-Folgen. Die kamen auch, wenn man so sich so die Facebook-Kommentare und so durchgeht, nicht ganz so gut an. Ich persönlich fand die beide gut. Ich habe überhaupt nichts. Die waren total solide. Ja, eben. Ich fand, das waren gute Erklärbär-Folgen, die es jetzt auch irgendwann mal gebraucht hat, wo wir wirklich jetzt nur noch eine Folge haben. Also jetzt nochmal 3 weitere Fragen aufmachen. Da hätte ich jetzt auch also irgendwann jetzt, dann wird es dann schwierig. Es häufen sich die kleinen schlampigen Fehler, aber das sind so Nitpicking-Sachen, da gehe ich vielleicht gleich nochmal so einen Ticken drauf ein. Ich überlege gerade, wie gesagt, wo wir so einen Ticken anfangen, bevor wir über Agatha und Co. reden. Fangen wir vielleicht mal mit Darcy an. Eben, wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, wir sind froh, dass Darcy mehr Screentime kriegt. Es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Ich mag ihre Meta-Ebene. Ja, I've been watching WandaVision for the whole week. Ja. Und es war, wie ich finde, die geckigste und die lustigste Entschuldigung für eine Expositionsbombe, die ich bisher ehrlich irgendwo gesehen habe. Nämlich die an diese Kreuzung zu stellen und dann einfach immer irgendwas drüber laufen zu lassen und sie halt dann die Zeit nutzt, um für alle, ganz ehrlich, auch für mich nochmal, kurz einfach mal die MCU-Sachen nochmal zusammenfassen. Ich finde das super. Ich glaube, das ist auch das Wichtige hier an diesen beiden Episoden gewesen. Ich meine, es gibt große Teile des Internets, die sich dann diese Recap-Videos anschauen und sich unsere Episoden anhören. Aber es ist halt wirklich nicht der Normalfall, würde ich behaupten. Von daher ist es schon ganz gut, wenn das irgendwann, wenn die Leute auch abgeholt werden. Und das wurden sie einfach viel in diesen beiden Episoden. Und das war auch ab irgendeinem Zeitpunkt wirklich nötig. Trotzdem
Also ich schaue sie mir ja aktuell mal zweimal an, vor allen Dingen auch wegen den Recaps, um die zu gucken. Beim ersten Mal ist man vielleicht bei beiden Episoden ein klein wenig enttäuscht gewesen, weil man sich mehr erhofft hat. Wenn man sie das zweite Mal schaut, dann sieht man allerdings auch eher die Tiefe und die Kunst, die dahinter steckt, das so zusammenzubringen. Gerade möchte ich mal behaupten, die zweite Episode, die Previously On, die sich wirklich intensiv mit Wanda und ihren Traumata beschäftigt, großartig, und uns nochmal komplett abholt, was einerseits ja von der schauspielerischen Leistung wunderbar ist, aber auch von der Dramaturgie, was einen Charakter im MCU angeht. Ich meine, wir haben es, ich habe es eben schon gesagt, in Filmen haben wir halt nur eine gewisse Zeit, die wir mit ihr verbringen können. Vor der Serie waren es irgendwie 23 Minuten oder so insgesamt an Screentime, die sie da hatte. Und jetzt haben die endlich mal ein Medium gefunden, wo sie es ausleben können. Ähnlich wie in den Comics, wo es ja natürlich diese großen Crossover gibt, aber es viele kleine Seitenstränge gibt, viele kleine Seitenserien, die dann den einen Charakter und seine persönliche Geschichte nochmal tief beleuchten. Und das ist, für mich ist Wanda mittlerweile einer der am besten geformtesten Charaktere, die wir im MCU aktuell haben. Ja, auf jeden Fall. Das liegt aber ja auch daran, dass sie so wahnsinnig viel Screentime jetzt hatte. Und wenn man mal überlegt, sie hat ja auch wahnsinnig viele Traumata halt mitgemacht, ne? Also für mich ist das einer der tragischsten Charaktere überhaupt im MCU, eben weil die so viel Verlust erlitten hat in ihrem Leben und so gelitten hat. Und das hat man ja jetzt auch in der letzten Folge super gemerkt. Also ich habe zweimal geheult. Ja. Ja, und vor allem, sie hat viel Verlust entlitten und hat keine Milliarden auf dem Konto. Ja, ja, richtig. Alle anderen Superhelden, ja, und alle anderen Superhelden haben ja, nicht alle, aber viele haben ja zwar auch einen Verlust erlitten, haben aber wenigstens dafür ein dickes Bankkonto, ja. Und um es mit Reich Ranitzky zu sagen, Geld macht vielleicht nicht glücklich, aber es weint sich einfach netter im Taxi als in der Straßenbahn. Von daher an der Stelle, ja, also da bin ich vollkommen bei euch. Es ist auch im Nachhinein betrachtet, wir sind ja noch nicht fertig, ne? Aber es ist auch definitiv ein Charakter, der auch interessant genug ist, um da reinzugehen, was ich sehr spannend finde, weil es ja, mögen mich jetzt die Marvel-Hardcore-Fans steinigen, aber sagen wir mal, eigentlich ist Scarlet Witch jetzt schon eher so die B-Liga. Das ist ja jetzt kein A-Front, ja doch, kein A-Front-Superheld, den jetzt jeder auf der Straße kennt. Nennen wir mal 10 Comic-Helden, dann ist Scarlet Witch nicht dabei. Okay, den jeder kennt. Ich dachte jetzt. Ja, ja, also, das meine ich. So in der Popkultur. Da recht, viele Leute kennen sie halt nicht. Ne? Ich meine, es war auch eine mutige Entscheidung, mit Iron Man anzufangen. Auch Iron Man war definitiv keiner der Superhelden, den du in der Familienduellfrage nennen sie 10 Superhelden, wo Iron Man in dieser Liste aufgetaucht wäre. Ja, das definitiv, vor allen Dingen zu der Zeit. Ich meine, Marvel hatte damals keine andere Wahl, als im eigenen Studio mit sowas wie Iron Man zu starten, weil die einfach die Rechte an ihren All-Stars wie Spider-Man und den X-Men vor Jahren verkauft hatten. Und Spider-Man kriegen sie ja auch nicht wieder, weil sie einfach das gesamte Filmpaket an Sony verkauft haben. Nicht lizenziert, sondern verkauft. Das ist ja das Problem, warum wir Spider-Man nicht wiederbekommen. Und das ist, wie jeder guter Designer weiß, in Grenzen kann man am besten arbeiten und entfaltet sich dann eben am kreativsten. Und aber ich meine, Wanda ist ja eigentlich du kannst mich gerne korrigieren, ist ja eigentlich schon erste Liga in den Comics immer gewesen, oder? Auf jeden Fall, das ist sowieso, deswegen, also die war diejenige, die all die Mutanten getötet hat, entschuldige mal. Könnt ihr mich mal bitte abholen? Ihr redet immer von, gehen wir mal zu Monica. Wir können ja gleich dann nochmal auf Wanda eingehen in Verbindung mit Agnes. Ich möchte aber gerne mal zu Monica ein paar Fragen loswerden. Zum einen, ich sag mal, zwei Dinge haben mich aus beiden Folgen rausgeholt. Aus der war es eine Folge, dass dieser Mars Rover einen V8-Motor hat. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, ja.
weil das ist egal. Das war halt so, oh, ich denke, was heult denn da ein V8-Motor auf? Was soll das denn? Ja, okay, das Ding müsste Elektromotor haben. Und ihr Raumanzug, und sie hatte ganz normale Militärstiefel dazu, was den Raumanzug halt sinnbefreit macht, weil das ist halt auch nicht dicht. Aber das sind so diese Kleinigkeiten. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, warum hat eigentlich Monika so viele Superheldennamen? Das habe ich nicht gerafft. Also Spectrum und wie heißt sie noch? Das habe ich schon gar nicht mehr vergessen. Die hat doch verschiedene Namen. Das mit dem Spektrum habe ich jetzt verstanden, weil sie ein Spektrum sieht, als sie da reinkommt. Sie sieht das komplette Lichtspektrum. Okay, got it. Und was sind ihre anderen Superheldennamen? Habt ihr die gerade parat oder soll ich sie für euch mal eben googeln? Ja, es ist, also wir haben... Marvel. Ja. Genau. Warum hat die denn so viele Supernamen? Das ist ja eigentlich gar nicht so unüblich im Marvel-Universum, dass sich die Namen mit der Zeit ändern, wenn zum Beispiel rauskommt, dass die Person noch andere Kräfte hat und so. Und bei Monika muss man halt auch eben sagen, dass die unfassbar viele Fähigkeiten hat. Die kann fliegen, die hat ähnliche Kräfte wie Captain Marvel. Die kann sich, die kann den Körper umformieren, also so Transformation, kann aussehen wie jeder andere auch. Ne? Und da ist es dann ganz normal, dass sie auch immer mit der Zeit andere Namen bekommt. Ja, sie war ja, soweit ich das verstanden habe, sogar vor Carol Danvers hatte sie den Titel von Captain Marvel. Da muss man ja sagen, dass Captain Marvel ja wirklich nur ein Titel ist, der von aus dem Film, kennt man es, von diesem Marvel-Charakter dann übernommen wurde. Und den Captain Marvel Titel hatten schon verschiedene Personen. Ja. Und ich, soweit ich das in Erinnerung habe und gelesen habe, war Monika vor Carol Danvers sogar Captain Marvel. Captain Marvel ist ja quasi immer der Beschützer des Universums. Ne? Das ist ja wie, Thor ist ja auch nicht Thor, sondern Thor ist der Hammerträger. Deswegen kann Jane Foster in den Comics ja auch Thor sein. Und heißt die ist dann The Mighty Thor. Ja, und hier ist es so, Monica Rambeau ist auch wieder einer der absolut mächtigsten Charaktere, weil sie im Prinzip die Kraft hat, Energie, Materie zu verändern. Ja, die ist total also, ja, also das ist letztendlich, das ist ja die Supermacht. Du kannst ja quasi damit die Realität verändern und die Realität anpassen. Das ist, wenn man es vergleichen würde, könnte sie viele der mächtigsten Helden und Bösewichte mit ihren Comic-Superkräften einfach wegschnipsen, so ungefähr. Relativiert das dann nicht wieder ein Thanos im Nachhinein? Der dann so zum, also ich meine, wir haben eine Sache, okay, wir haben ja eine Sache noch gar nicht, wundert mich, dass die auch auf einer Meta-Ebene noch gar nicht angesprochen wurde, wo die Serie doch so viele Meta-Jokes macht, ne? Das ist so dieses Problem, was ja viele Comic-Universen jetzt haben, also DC hat es ja eigentlich auch, wo du halt die ganze Zeit in einem Batman-Abenteuer dich halt fragst oder Wonder Woman-Abenteuer dich fragst, ja, wo ist denn Superman? Also, ja, wo sind jetzt die anderen Avengers? Wo sind die jetzt? Warum kommen die nicht zur Hilfe? Ne? Das ist so, wundert mich, dass sie das, die haben jeden Kram schon irgendwie auf so einer Metaebene adressiert, aber das haben sie irgendwie so außen vor gelassen, dass einer mal sagt, so schade, dass Thor nicht da wäre oder so. Ja, ich finde es aber eigentlich ganz gut, weil sie so Wanda den Space geben, den sie halt verdient hat. Ne? Ja. Also, dieser Charakter wurde so umgangen in den MCU-Filmen, das ist eigentlich fast schon, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, ist total zum Kotzen, was sie da teilweise mit Wanda gemacht haben. Deswegen ist es schön, dass sie jetzt auch mal sein darf und dass die Bühne ihr gehört. Und letztendlich ist es ja auch, also in Universe hat man ja dadurch die Erklärung, dass kein Schwein gerade die Kleinstadt vermisst, dass eine Geheimorganisation wie S.W.O.R.D. dahinter steckt, die das Ganze vertuscht. Die machen das schon. Captain, Trotzkopf, Thor, nee, die machen das, ne? Und dass das ja auch irgendwie nur eine Woche alt ist oder so, was da gerade passiert. Von daher, Thor dürfte ja auch zumindest mit den Guardians of the Galaxy irgendwo im Universum unterwegs sein nach Endgame. Mhm. Und das ist richtig. Weil Monika hat ihre Superheldenlandung bekommen, ja, also, yeah. Hero Pose. Und, das ist so schlecht für die Knie.
Und ich gehe ja nochmal stark davon aus, dass wir in der letzten Folge noch ein Dreier-Tag-Team haben, die, ich glaube, nicht gegeneinander kämpfen. Ich denke, da kommt noch irgendwas. Und das bringt uns dann schon eigentlich so ein bisschen zu diesem Overall der zwei Folgen, nämlich dem in Anführungszeichen Big Reveal, It Was Agatha All Along. Und mit diesem sensationellen Song, mit dieser tollen schauspielerischen Leistung und natürlich mit ganz, ganz vielen Dingen, über die wir jetzt mal eben sprechen müssen. Also, dass Agatha Harkness ist, hatten wir relativ früh gesagt. Die Indizien waren an allen Ecken und Enden. Trotzdem war das Ganze jetzt natürlich schon so ein bisschen böse Hexe, Hänsel, Gretel mäßig, die Kinder sind irgendwie weg, gucken werden, ob noch irgendjemand im Ofen landet gleich und dass sie dann so, aber im Keller so ein Hexensabbatzimmer hat, damit hatte ich natürlich dann doch nicht gerechnet, Klammer auf, voll mit Hexagons, Klammer zu. Ja, holt mich mal so ein bisschen rein. Also wir haben über Agatha ja ganz kurz gesprochen. Sie ist irgendwie so eine Oberhexe. Wir haben dann gesehen, bei Salem war das ein etwas anderer Witch Trial. Sie geht in die Dark Magic. Dann gibt's aber ja auch den Doctor Strange, der hat ja eine andere Magie und plötzlich wird noch atlantische Magie erwähnt. Who the fuck? Ja, es gibt halt viele Arten von Magie, ne? Und das wissen wir jetzt auch in der Folge noch ein bisschen ganz genauer, als Agatha am Ende dann nämlich sagt, deine Magie, Wanda, ist nämlich die Chaos-Magie. Und da ist man dann so, ah ja, bei Doctor Strange gab es ja auch eine bestimmte Art von Magie. Dann hat man jetzt Agatha mit der dunklen Magie, dann hat man jetzt die Chaos-Magie. Also ich finde das gut gelöst, dass sie da nochmal reinbringen, so hey, gibt noch ein bisschen mehr, ne? Und kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also wie gesagt, und dann habe ich mir noch angelesen, gibt es ja noch ein, das wusste ich gar nicht, es gibt ja noch ein Marvel-Äquivalent zum Aquaman, nämlich den Namor, der Submariner, der dann aus Atlantis kommt und die haben auch eine Magie. Jesus, Henry Christ. Zu Namor kann ich überhaupt nichts sagen, außer dass er das Äquivalent zu Aquaman ist und Aquaman auch vor Jason Momoa eigentlich von allen immer so als Mimose angesehen wurde. Okay. Die atlantische Magie ist ja jetzt auch nicht wirklich wichtig erstmal für WandaVision, finde ich. Also nett, dass es erwähnt wird, aber ja. Also, Agnes lotst die Kinder weg in den Keller, lässt sie verschwinden, lockt dann also die Wanda hinterher und dann finden ja ganz, ganz viele Reveals statt. Also erstmal, das Kaninchen ist nicht nur ein Kaninchen und es gibt ein Buch. Und auch da habe ich mir drauf geschaufelt, es gibt verdammt viele Bücher. Und nachdem ich gerade so beim Rewatch bin und auch jetzt nochmal bei Doctor Strange sind, da gibt es eine Bibliothek und da wird sogar erwähnt, da fehlt ja ein Buch. Ganz genau, aber es ist nicht das Buch, was da fehlt. Es ist nicht leider. Das Buch, was da fehlt, okay. Leider. Warum leider und woher weißt du das? Oder woran vermutest du das? Das habe ich auch in einem Theory-Video gelesen, da wurde gesagt, welches Buch das ist, das da tatsächlich fehlt. Und es ist nicht das Darkhold, was es ja wahrscheinlich in der Serie ist. Nee, Moment, aber bei dem Darkhold haben wir noch ein Problem. Ja, es ist überall. Das Darkhold ist in Agents of Shield. Okay, Agents of Shield ist eigentlich, genau. Haben wir letztes Mal ja schon besprochen, kein Kanon mehr. Das Darkhold hat in Agents of Shield eine große Rolle. Ja. Genau. Ist das sowas wie das Necronomicon des Marvel-Universums? Ja, kann man so gleichsetzen. Ist halt voller dunkler Magie, ne? Okay. Und wenn man es aufmacht, kommt sowas wie Cthulhu raus. Genau, ungefähr so. ist halt die Frage, inwiefern das noch wichtig wird, weil sie haben es, ich meine, die haben jetzt schon wieder, gehen ja in die klassische Serienstruktur rein, die man auch aus anderen Serien kennt. Bevor es ins Finale reingeht, gibt es nochmal eine Recap-Episode so ungefähr. Genau. Trotzdem hatte das Buch in dieser Recap-Episode keine große Bedeutung, ob es jetzt einfach nur im Hintergrund stand und wirklich. Ja, es wurde ja schon prominent eingeblendet, ne? Also ja, die Kamera hat schon lange aufgehalten, ne? Ja. Ich bin skeptisch. Ich bin auch noch skeptisch, was das Ganze
Thema rund um Agatha angeht. Da gab es ja so viele Theorien rund um Mephisto und Nightmare und sowas. Aber wie ich schon letzte Mal gesagt habe am Ende unserer letzten Besprechung, ich glaube, wir dürfen gar nicht so kompliziert denken. Die Auflösung war ja jetzt auch gar nicht so kompliziert, dass auch der Otto Normalgucker da noch mitkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht doch nur bei Agatha bleibt und nur bei dem Kampf mit weißen Vision gegen Wonder Vision. Ich denke auch, dass da nichts mehr kommt tatsächlich. Ich hatte mich ja auch total auf Mephisto, ich habe gesagt, das ist definitiv Mephisto. Ich freue mich schon so auf Mephisto, das wird so super. Aber jetzt noch Mephisto reinzubringen, wäre einfach zu seltsam irgendwie. Dann hätte man nicht erklären dürfen, wie Wanda das Hex erschaffen hat, weil dann vielleicht noch jemand dahinter steckt. Aber jetzt weiß man, wie sie es erschaffen hat. Jetzt weiß man, dass Agatha das alles gelenkt hat. Ansonsten hätte man noch mehr, dann wäre es nicht Agatha all along gewesen, dann wäre es Agatha sometimes. Ja, die haben uns ganzen Fans ja schon ganz schön viele Red Herrings, ganz schön viele Ablenkungsmanöver dazwischen geworfen, damit man einfach irgendwas theoretisiert. Das hatte ich ja in meinem Recap schon geschrieben. Vieles trifft ja ein, was sehr, sehr offensichtlich war, aber anderes, was einfach zu kompliziert gedacht wurde, wird wahrscheinlich gar nicht mehr eintreffen, was natürlich etwas schade ist. Ah, ich absolut. Ich sag ja, Dotti ist es. Ja. Die hat keiner mehr auf dem Schirm. Ja, die habt ihr alle vergessen. It was Dotty all along. Und am Ende ist Dotty die Böse. Ja, glaubtet mir, Dotty wird sein. Der Chat hat ein paar Fragen. Vielleicht gehen wir mal auf die Fragen ein. Klar, hau raus. Stefan 77 schreibt, was ist dran an der Theorie, dass Mephistos Seele zweigeteilt sei und dass daraus Wandas beiden Söhne entstanden sind? Das war ja, glaube ich, in den Comics so. Aber genau, das können wir hier fast ad acta legen, oder? Ja, also man hat ja jetzt gesehen, wie Wanda Vision erschaffen hat und ich denke, auf diese Art und Weise werden auch die Kinder erschaffen worden sein. Ist die Frage. Ich meine, wenn wir uns das Bild angesehen haben, ich glaube nicht dran, dass das nur ein Vision ist, der aus Wanda selbst entstanden ist, weil sonst hätten wir nicht die Mindstone-Energie, die gelbe Energie gesehen, natürlich, aus der er geformt worden ist. Aber bei den Kindern, ich meine, er konnte ja das Hexfeld nicht so unbeschadet verlassen. Und die letzten Episoden wurden halt beide als ziemlich traurig, die letzten beiden Episoden beschrieben, sodass ich mir fast schon einen richtigen Abschied von Vision, zumindest vielleicht von den Kindern vorstellen könnte. Von Vision vielleicht nicht. Da könnte es wieder eintreffen, dass am Ende der Wonder Vision und der weiße Vision zusammen merchen und wieder den Original sehen. Ich wollte gerade sagen, also mit dem Blank Vision hast du eigentlich jetzt den Freifahrtschein. Ja, da können sie jetzt alles machen. Exakt. Das ist leider, ich finde das so ärgerlich. Ja. Dass jetzt der Bösewicht nochmal der White Vision sein soll, ist halt, wieso? Ach, man hätte noch sowas Cooles irgendwie machen können. Aber ich finde es relativ lahm gelöst. Jetzt schicken die den White Vision da rein, der murkst das Ganze nochmal auf, damit die ganze Sache mit Agatha auch irgendwie noch ein bisschen schwurbelig wird. Und dann werden die beiden verschmelzen ineinander und dann hat Wanda ihren Vision wieder. Was natürlich noch spannend sein könnte, Paul Bettany hat ja die ganze Zeit betont, dass er in einer der letzten Episoden mit einem Schauspieler zusammenarbeitet, mit dem er schon lange zusammenarbeiten wollte. Und da gibt es eine Theorie, dass eventuell James Spader zurückkommt als Ultron-Stimme. Und quasi die Ultron-Stimme dann den weißen Vision steuert, weil wir letztendlich ja nur noch das Tony Stark-Konstrukt haben, was eigentlich Ultron war und damit ein kleines Comeback von Ultron haben. Das könnte auch noch eintreffen. Ich habe das jetzt komplett egozentrisch gelesen und habe gedacht, er würde halt mal ganz gerne mit sich selber schauspielern, ja, und kämpft halt gegen sich selbst. Ja. Ja, also das soll ja der große Cameo sein, der ja auch noch aussteht angeblich. Aber es ist halt jetzt auch die Frage, ich meine, sie haben es jetzt auch mit dem neuen Spider-Man-Titel wieder so in 10 verschiedene Richtungen gelenkt. Ob das auch wieder einfach nur Effekthascherei war, weil Paul Bettany sich dachte, okay, ich erzähle das jetzt einfach mal, da kommt ein Cameo und der wird halt krass. Und das stimmt halt gar nicht. Ne? Also
mittlerweile kann ich es mir kaum noch vorstellen, dass ein Cameo kommt, der so krass ist, dass man den wirklich irgendwie den Boden wegzieht. Mhm. Aber irgendwas muss doch noch kommen, was richtig krass ist. So. Also ja. Das vermisse ich jetzt so ein bisschen. In den letzten 2 Folgen war das immer so, ja, meine Theorie hat sich bestätigt. Ja, wusste ich schon. Oh ja, cool, nice, Scarlet Witch. Ja, wir haben ja die Überleitung in Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Vielleicht ist diese Sonderepisode, diese gemunkelte 10. Episode ja ein langer Epilog. Ja, wir kriegen Cliffhanger. Wer? Also an der Stelle muss ich aber da nochmal ganz kurz reingrätschen. Also zum einen, ich liebe unsere Nerd-Talks gerade, aber zum anderen, ich würde jetzt nicht mehr blanko unterschreiben, dass das der Eintritt, also ja, Wanda ist auf dem Poster zu Doctor Strange und Multiverse. Okay, Haken dran. Aber wenn sie das nicht wäre, würde ich so gar nicht mehr unterschreiben, denn wo haben wir das denn nämlich festgemacht? Wir haben das an Pietro festgemacht, der aber jetzt ja ein Pietroma, also ein Fake-Pietro, ja. Übrigens eine Ableitung, dass Beatles-Fans ja, es gibt ja die Verschwörungstheorie, dass Paul McCartney ja schon lange tot ist und durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Und den nennen Anhänger, Beatles-Fans und Anhänger dieser Verschwörungstheorie nicht Paul McCartney, sondern Fall McCartney. Paul McCartney. Und daher kommt also diese Pietro-Geschichte. Also wir haben unsere Multiverse-Geschichte darauf aufgebaut, dass der Pietro aus dem X-Men-Universum ist. Jetzt ist der aber ja nur, warum auch immer. Vielleicht war es Possession. Vielleicht war es am Ende halt nur so, dass der andere keine Zeit, keinen Bock oder zu viel Kohle verlangt hat. Ja, das wurde halt auch eben so erklärt. Ne? Die haben ja auch in der Episode gesagt, dass Pietros Körper auf einem anderen Kontinent ist. Wo ich gerne mal wissen würde, wo ist denn der? Ist der in Wakanda zum Beispiel? Warum existiert der Körper noch? Wo ist der? Was haben sie mit dem Körper gemacht und sowas? Aber ich denke auch, dass Aaron Taylor Johnson wahrscheinlich einfach keine Zeit hatte, zu viele Projekte hatte und gesagt hat, nee, kann ich halt jetzt nicht machen. Ich fürchte, es liegt daran. Und dann haben sie gesagt, lass uns Evan Peters nehmen, da denken die alle, das käme der aus dem X-Men. Ja. Wahrscheinlich haben sie mit unseren Gefühlen dementsprechend gespielt. Ja, total. Nicht nur wahrscheinlich. Das ist doch pure Absicht. Ja. Kannst du mir nicht erzählen, Michael. Ja. Na gut, aber es war spaßig, trotzdem darüber zu diskutieren. Ja, jede Woche. Jede Woche gab es neue Theorien über Pietro. Ja. Hammer. Habt ihr... Moment, jetzt bin ich gerade mal anschauen, einen ganzen kurzen Sprung zurück. Ich habe es in meinem Recap kurz erwähnt. Hat einer von euch Office, die US-Version und Parks and Recreation gesehen? Ich bin großer Parks and Rec-Fan, ist eine meiner absoluten Lieblingssendungen. Und The Office habe ich auch gesehen, aber nicht alles. Ja. Ich habe nur Stromberg gesehen, sonst nichts. Ja, okay. Ja. Stromberg ist ja das deutsche The Office. Ja, Stromberg ist wirklich sehr, sehr deutsch. Ja. Ja, Stromberg ist wirklich, was The Office zumindest ab der 2. Staffel in der US-Version so charmant macht, dass sie nicht ganz, nicht mehr auf diese Stromberg-Masche gehen und ihn, den Chef, zum absoluten Arschloch machen, sondern eher zum sympathischen Idioten. Und das hat dann die Serie lange, lange getragen. Ich habe nur nicht Happy Endings soll auch gut sein, habe ich aber auch nie gesehen. Auch nicht gesehen, das kannte ich auch gar nicht, bis ich gehört habe, oh, das kommt von Happy Endings. Ja. Happy Endings. Gut, ich fand trotzdem kenn ich nur aus der Thai-Massage. Aber okay. ich fand halt. Wow, das Niveau heute. Stimmungshebung durch Niveausenkung, wisst ihr doch. Ne? Ich fand halt das ganze Set, ich meine, wir sind ja aus der Sitcom-Ära jetzt raus. Wir hatten diese Previously On und jetzt haben wir das große Finale, was eher wieder MCU-mäßig wahrscheinlich wird. Aber ich fand's schön, wie in der siebten Episode einfach wirklich die moderne Mockumentary-Ära so verwurstet wurde, vom Intro bis hin zu dem typischen Couch-Kommentar, den die da reingeworfen haben, fand ich das schon vom Lachen her die amüsanteste Episode.
weil man es vielleicht eher gewohnt ist von. Ja, es war halt sehr Modern Family stylisch, ne? Ja. Also, das fand ich ganz schön und ich fand es auch super, dass das so 1:1 transparent gezeigt wurde. Ja. Ja, absolut. Ich glaube, das war halt deswegen zum Lachen, weil das halt im Moment der Humor ist, der uns halt am nächsten ist. Ich denke mal, wenn die Serie 10 Jahre jünger wäre, hätten wir uns wahrscheinlich in der Folge davor bei den Merkel mitten in den Mittelgeschichten eher so ein bisschen beömmelt. Ich möchte nochmal auf eine Sache eingehen, die ja auch essentiell für die Folge 8 war, nämlich, wir haben ja gerade schon über Wanda gesprochen. Und dass sie endlich mal mehr Screentime und so weiter kriegt und der Charakter ausgebaut wird. Und ich fand es schön, dass wir jetzt auch noch mehr ihre Vergangenheit beleuchten. Ja. Dass wir also da zurückgehen. Das heißt, wir gehen ja bis hin zurück. Also erstmal schön, dass Dinge jetzt alle ineinander fallen. Ja, also alles macht Sinn. Wir hatten ja schon die Idee wegen Westview, ne, Westblick und dass sie im Osten halt dann eben die, ich hatte da halt noch die Theorie verdreht, dass sie es übers Fernsehen empfangen hat und da halt eben dann diese Serien geguckt hat und so weiter. Und jetzt ist es aber ja anscheinend dann doch so, dass der Herr Papa auf dem Schwarzmarkt DVDs verkauft hat. Das war so der zweite Punkt, der mich rausgeholt hat, denn DVDs wurden eigentlich erst 97 erfunden. Wir reden hier von einem Ostblock-System. Ja gut, es ist dann nach der Wende, aber einem diktatorischen System. Da werden die vielleicht die DVDs schmuggeln, aber ganz sicher keine Player gehabt haben. Und da ist ihnen wirklich ein Lapsus unterlaufen. Malcolm in the Middle ist erst 2000 rausgekommen. Okay, ja, da habe ich mir so, DVDs, da denke ich mir so, nehmt doch VHS und wir haben, du hast gar nicht, mach einfach VHS und alles ist gut. Aber spielt es nicht 2023 oder sowas? Wurde das nicht mal gesagt? Ja, wir haben ja einen 5-Jahres-Sprung gemacht bei Endgame. Genau, ja. Moment. Und Wanda ist ja jetzt auch nicht die Älteste, eher die Jüngere von allen. Deshalb passt das ja eigentlich schon, dass sie da vielleicht 7 Jahre alt war oder sowas. Zu der Zeit und das um die Jahrtausendwende rum war, wo wir 2001 die ersten DVDs oder wo der Durchbruch mit der PlayStation 2 der DVDs durchkam und sowas wie Malcolm in the Middle war dann auch schon auf DVD raus. Ja, aber ich dachte, das spielt 99. Ist ja egal, nur so am Rande. Ich hätte es einfach mit VHS gemacht, dann wäre es irgendwie besser gewesen. Es gab auch irgendwie eine, haben sie nicht in einer Episode auch E-Mails auf den C64 geschickt in irgendeiner Episode? War aber, glaube ich, vor 2 Wochen war das, glaube ich. Ja, aber dadurch, dass sie die Dick Van Dyke und die alten Sitcoms gesehen hat, muss das ja nicht in der Ära stattgefunden haben. Genau. Okay, also das nur mal so am Rande. Also wir hüpfen also durch Sokovia durch. Wir erfahren jetzt die Backstory. Und du hast es ja auch gesagt. Erklär doch nochmal, was du in deinem Recap gesagt hast, Michael. Das mit den Zwiebelschichten beim Mindstone. Wie hast du denn das gemeint? Das war ja in der Hydra, Hydra-Flash, in einem Hydra-Flashback. Genau. Ich sag auch schon die deutsche Version Hydra. Für mich war es immer so eine Inkonsistenz, dass der Loki-Stab blau war, genau so wie der Space Stone. Und dahinter sich aber der gelbe Mindstone versteckt hat. Und so haben sie es ja gesagt, der hat sich ja Wanda selbst gezeigt, indem er seine Schicht gelöst hat und dann in Gelb da war. Deshalb, wie Schreck, wie Monster haben eigentlich auch Infinity Stones Schichten, wenn man allein den Space Stone auch betrachtet, wie er in dem Tesseract die ganze Zeit ist und so. Okay, verstehe. Und dann war ja in dem Überwachungsvideo von The German Scientist, yes, it was German Scientists all along, watching the Wanda in the laboratory. Dann war ja plötzlich auf den Überwachungskameras die ganze Episode rausgeschnitten. Ja, da hat sie schon ihre Kräfte gezeigt. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, dass der Strucker ihr die Kräfte gegeben hat und das war ja gar nicht so. Und das fügt sich ja jetzt mit dem zusammen, was in einem Video so nett als Salieri-Effekt bezeichnet wurde, wobei ich glaube, es gibt noch irgendeinen anderen Film, wo das so ähnlich ist, nämlich dass Agatha neidisch, sage ich jetzt mal, auf Wanda ist, weil sie sozusagen eine Natur, also von ohne Training, also
so wie Ray sozusagen, ja, die Mary Sue ist, ohne dass wir das jetzt an der Stelle gesehen haben, der Magie, ja, sie ist halt jetzt sickig, weil sie jahrelang das studieren musste und sowas, was sie da vollbringt, nämlich eine ganze Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen und sich komplett wohl und das noch unterbewusst mal eben nicht hinbringt. Und könnt ihr da vielleicht ein bisschen was, gibt es da Verbindungen zu den Comics? Ist das da auch so, dass Wanda also eigentlich schon immer magisch war? Kann man Magie trainieren? Ist das so wie bei Harry Potter? Da gibt es halt Muggel und magische Leute. Wie ist denn das so ein bisschen? Eigentlich wird es ja relativ schnell damit erklärt, dass sie halt das X-Gen in sich trägt. Sie ist ja ein X-Men und sie ist ja schon als X-Men geboren, als Kind von Magneto. Und ich finde es halt ein bisschen fragwürdig, das jetzt mal eben so reinzuwerfen, ohne die X-Men auch nur zu erwähnen, weil meine Frage ist denn, wenn Wanda schon die Kräfte als Kind hatte, was war denn mit Pietro? Hatte der auch schon irgendwelche Kräfte als Kind? Weil es sind doch Zwillinge. Eigentlich müsste da doch, kann nicht sein, dass der eine mit super mega Fähigkeiten geboren wird und der andere gar nicht. Ist irgendwie, also so richtig Sinn ergeben hat das für mich noch nicht. Ja, aber vielleicht schon aus dem, das ist natürlich auch wieder nur Spekulation, dadurch, dass Wanda ihre Kräfte hatte und die jetzt nur freigeschaltet worden sind durch den Mindstone, hat sie vielleicht ihren Bruder besser schützen können und ihm die Kräfte selber vielleicht sogar gegeben. Könnte natürlich sein. Wissen wir nicht, müssen wir alles spekulieren. Nee. Ich finde es auch, also letztendlich wäre das ja eine perfekte Gelegenheit, um wirklich die X-Men in das ganze Thema mit reinzubringen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir die X-Men erst durch wirklich viele Multiverse-Hijinks irgendwie reinbekommen, ähnlich wie wir es jetzt im Arrowverse mit dem Crisis-Event hatten, dass irgendeine Art Crisis-Event auch im Marvel-Universum stattfindet und dann plötzlich irgendwelche Welten gemerged werden, wo dann auf einmal Mutanten da sind, die dann doch Jahrzehnte schon dabei waren. Weil Mutanten, man muss ja immer wieder sagen, dass Mutanten ja nicht nur eben mal kurz da sind. Ein großer Teil der X-Men ist ja, dass es sie schon immer gegeben hat, in irgendeiner Art und Weise, und dass sie die nächste Stufe der Evolution sind. Und ich glaube nicht, dass sie durch den so einen kleinen Redcon einfach mal schnell die Mutanten reinbringen, sondern sich das ein bisschen ordentlicher überlegen und dann doch irgendwelche Parallelwelten aufeinandertreffen könnten. Ja, irgendwie müssen sie es auf jeden Fall noch erklären, dass als Wanda als Kind schon diese Kräfte hatte, weil eigentlich ist es im MCU ja immer so, dass die Leute ihre Fähigkeiten irgendwoher haben. Ja. Na, dass es nicht einfach da war. Mhm. Aber meinst du das, weil, wie gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wir hatten zwar jetzt auch schon in Serien, wir haben die versucht, die Inhumans reinzubringen und ähnliches, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas Wichtiges wie Mutanten reinbringen, in dem Fall, dass sie immer schon da gewesen sind, nur dass es keinem aufgefallen ist. Nee, das denke ich auch nicht. Das ist ja Quatsch. Also das, ich denke, auch wenn sie es mit den X-Men machen und wenn sie da auf den Weg gehen, dass Wanda halt auch tatsächlich schon von Anfang an X-Men war, dann werden die das groß aufziehen. Vielleicht kriegen wir im Multiverse of Madness die X-Men durch Wanda halt rein. Sie ist ja, muss man immer wieder erwähnen, ein Nexus-Wesen, was eine Konstante in allen Realitäten ist. Und so könnte man es dann wieder mit reinbringen, dass sie dadurch, dass sie die Konstante auch in diesem Universum ist, auch zwangsläufig eine Verwandtschaft zu den X-Men vielleicht in einem anderen Universum hat. Wir haben über eine Person noch gar nicht gesprochen heute. Im Chat wurde sie schon erwähnt, nämlich die Frage, was ist eigentlich mit Director Krennic? Nee, Director Hayworth. Krennic war ein anderes Franchise. Hat ja das Eindringen von Wanda in das S.W.O.R.D.-Gebäude doch etwas anders dargestellt. Er hat also sozusagen auch seine eigene Story zusammengeschnitten, als es ja dann in Wirklichkeit war. Und ihr habt ihn gerade vorhin erwähnt, den White Vision oder Blank Vision. Was machen wir denn jetzt mit dem Hayworth? Ist der Hayworth doch mehr, also wir haben beim letzten Mal ja gesagt, vielleicht ist da ja ein Alien drunter oder es ist vielleicht doch noch irgendwie der böse Teufel oder glaubt ihr, es ist einfach nur ein überambitionierter Sesselpupsbeamter? Ich glaube tatsächlich, der ist einfach nur ein Arschloch. Weil
Ich hatte ja auch diese Theorie, vielleicht ist er Mephisto oder so, aber ganz ehrlich, wenn er Mephisto wäre, dann hätte er das einfach mal eben mit einem Snap alles kaputt reißen können. Also dafür ist er zu wenig mächtig. Oder auch als all die Waffen auf seine Leute gerichtet waren, da hat er ja auch nichts wirklich großartig gemacht. Da hätte er sich ja auch groß offenbaren können. Wäre jetzt kein guter Zeitpunkt für die Serie gewesen, aber ich denke halt tatsächlich, dass das nochmal ein ganz normaler Typ ist, einfach weil man auch schon lange keine menschlichen Feinde mehr hatte. Ja, ich glaube auch, wir brauchen immer diesen einen Gegenspieler und er hat ja seine Motive eigentlich schon selber erklärt. Ja, dadurch, eben. Diese 5 Jahre, die für ihn auch ein großes Trauma waren und er einen grundlegenden Hass auf alle Superhelden hat, will er einfach eine Waffe haben und ähnlich wie Tony es damals selber mit Ultron machen wollte, ein Schild rund um die Erde zu erschaffen, ist er auch hier wieder da, um in seinem Übermut einfach mit Vision jemanden zu haben, um endlich die Vorherrschaft der Superhelden zu knacken. Ja gut, also ich denke auch, dass da nichts Übersinnliches oder so mehr kommt. Das wäre auch so ein bisschen so, ja, das wäre schon, da würde ich dann in unserem Tracknerds-Podcast sagen, da hat aber dann wieder mal die Kai aus der Drehbuchkiste zugeschlagen. Ja, das käme schon wir bekommen noch das Kind, was eine Erkältung hatte und dementsprechend die X-Men hervorruft. Ich habe gerade mit The Stand angefangen, ja. Da rennst du irgendwie. Oh, es ist gut, ich fand das Buch toll. Ich habe jetzt auch das Buch schon x-tausend Mal als Hörbuch angefangen, aber es gibt irgendwie nur eine ganz grausame Version mit einem ganz grausamen Sprecher, der das extremst grausam und talentiert vorliest. Da kannst du diesen Schinken einfach nicht durchhalten. Jetzt habe ich nochmal mit The Stand angefangen auf Amazon Prime. Könnt ihr bei Starplay, so heißt der Channel, gerade 14 Tage, euch einen Testaccount machen und da könnt ihr die 8 Folgen mal eben kurz durchbingen. Das nur mal ganz am Rande. Ich glaube auch nicht, dass da noch irgendwie sowas kommt. Von daher denke ich mal, dass es vielleicht am Ende jetzt irgendwie. Also mein Tipp ist, es läuft auf einen Kampf gegen den White Vision raus. Und zwar die 3 Mädels und Vision gegeneinander. Irgendwie so ein Kram. Gegen den. Irgendwie sowas. Wobei ich noch nicht genau weiß, warum, wieso, weshalb. Ich habe noch ein paar kleine Fun Facts nachgeschlagen, weil mich die ganze Zeit irritiert hat, dass viele, viele Sets aus Westview mir so bekannt vorkamen, wo ich dachte, das habe ich doch schon mal gesehen. Und siehe da, ich habe es auch schon mal gesehen und viele von euch werden das auch schon mal gesehen haben, denn es wurde an verschiedenen Orten gedreht, in Kalifornien, New Jersey und so weiter, aber unter anderem werden viele Außenaufnahmen in Kalifornien, in Burbank gedreht. Da gibt es die sogenannte Warner Bros. Ranch. Und in dieser Warner Bros. Ranch gibt es die Blondie Street. Und das könnt ihr auf Google Maps einfach mal nachschauen. Googelt einfach mal Warner Bros. Ranch Burbank, California bei YouTube. Bei Google Maps, mein Gott. Und dann könnt ihr euch das in Street View-Manier anschauen. Und zwar war nämlich ein Haus, das ich gesehen habe, und zwar, das ist, glaube ich, Agathas Haus. Jetzt in der 8. Folge dachte ich mir, das kenne ich doch. Und dann ist mir eingefallen, woher kenne ich das denn? Richtig, das ist das Haus von Sergeant Murtaugh aus Lethal Weapon. Und dann habe ich geguckt, welches Haus ist das und wo steht das? Und siehe da, es ist also kein echtes Haus in der echten Straße, sondern es ist ein richtiges Haus. Also das ist nicht nur eine Fassade, es ist ein richtiges Haus. Und da haben die also in dieser Blondie Street eine komplette Straße nachgebaut. Und wenn ihr da in Street View Manier durch die Straße wandelt, werdet ihr viele, viele aus vielen Serien erkennen. Unter anderem ist da nämlich auch das Haus vom bezaubernde Genie von Bewitched. Da ist der Brunnen aus Friends, aus dem Intro von Friends, wo die drin sitzen, der Brunnen, ja. Und eben Lethal Weapon und ganz, ganz, ganz viele andere Serien. Also das ist wirklich lustig, auf Google Maps mal nach der Warner Bros. Ranch zu suchen. Die kann man da eben sich virtuell sozusagen. Du hast noch einen Punkt erwähnt, über den könnten wir vielleicht doch nochmal sprechen. Weil entweder wird es unter den Tisch gekehrt oder es ist ein bewusst eingestreutes Detail, was dann doch noch wieder zu einer tieferen Erkenntnis führt. Wanda ist nach Westview gekommen. Ja. Und wir haben einfach die Notiz von Vision gesehen, die er ihr gegeben hat.
mit dem Haus, der letzte Love Letter. Und Agatha ist einfach mal ins Nebenhaus eingezogen, wo es schon diesen Hexendungeon unten drunter gab. Es kann ja nicht unbedingt, also ich glaube nicht, dass Agatha mächtig genug ist, sich mal eben schnell so einen Dungeon herbeizuzaubern. Und das würde wiederum bedeuten, dass es nicht ohne Grund ist, dass Wanda genau in diesem Ort gelandet ist, genau neben dem Haus, wo es einen Hexendungeon unten drunten gibt. Und vielleicht war die Notiz ja nicht wirklich von Vision. Ja, dann wäre sie ja von Agatha oder vom Hayworth. Also ich tippe ja... Agatha kann es ja nicht gewesen sein. Ja, dann muss es ja der Hayworth gewesen sein, weil sie war ja im Sword-Gebäude. Mm. Und sie kommt ins Auto und plötzlich liegt der Zettel da. Also wir wissen ja... Der war ja schon geöffnet im Auto. Deshalb muss sie den schon gehabt haben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Denn ich weiß auch nicht, wo es darauf hinauslaufen könnte, aber es ist... Wie gesagt, allein diese Tatsache, dass das Haus neben einem Haus liegt, wo ein Hexendungeon unten drunter ist. Ich glaube, das ist tatsächlich zu kleinteilig gedacht. Also, das ist wieder, kann gut sein. Ich finde es auch super eigentlich so, ne, dass man überlegt, dass die Notiz vielleicht gar nicht von Vision kommt, aber ich glaube tatsächlich, man kann ja wirklich alles zerlegen. Man kann sagen, ja, ist aber voll unlogisch, dass da schon ein Dungeon war, aber ich glaube, das ist einfach, weil Storytelling. Ja, okay. Würde ich jetzt tippen. Weil das wäre zu krass, wenn das jetzt nochmal irgendwie einen komplett anderen Grund hat. Also dann hätten sie in der Folge das ein bisschen besser streuen müssen. Ja, okay. Oder dann hätte die Wanda wenigstens gefragt, oh, wie hast du es geschafft, diesen Keller zu bauen? Also zumindest irgendwie sowas, ne? Ja. Aber das käme ja jetzt total aus dem Nix. Naja. Leider. Okay. Ich glaube, den Keller, den Keller und die räumliche Nähe, das musst du jetzt einfach kaufen. Ja, richtig. Okay, muss halt nehmen, leider. Ja, ich glaube, und am Ende kann es immer noch, it's magic. Ja? Wie heißt in der einen Simpsons-Folge, wo sie da auf der Xena-Convention sind, wo der eine Nerd fragt, ja, aber in Folge 3, Staffel 5, da macht Xena irgendwas, das kann sie überhaupt nicht, ja. Und was sagt dann die Lucy Lawless? Ja, und wenn es keinen Sinn macht, dann war es einfach die Xena-Magie. Ja, also von daher. Ja, dann bleibt uns am Ende ja auch noch wirklich nur noch zu hoffen, dass wir erstens diesen fetten Cameo noch bekommen. Ja. Und zweitens, dass sie das Kaninchen nochmal aus dem Hut ziehen und uns eine Secret Episode geben. Ich meine, das wäre ja schon ziemlich geil, wenn plötzlich dann eine 10. Episode auftauchen würde. Wahrscheinlich, irgendwer hat es im Kommentar schon geschrieben, könnte es einfach auf eine Doku-Episode hinlaufen, wo einfach der Background, Behind the Scenes mal wieder gedreht wurde. Aber vielleicht kriegen sie es ja hin, wie es schon Mandalorian geschafft hat und in der letzten Episode nochmal alle überrascht. Ja, also sie haben ja auch wahnsinnig viel Geld rausgepulvert für diese Serie und noch frage ich mich so, wo ist das ganze Geld denn hin? Also was war denn jetzt so teuer an dieser Serie? Die Sets, dass sie jedes Mal den Mischung verschminken mussten? Genau, die Sets, wie wir gerade festgestellt haben, können jetzt nicht so teuer gewesen sein. Ja, richtig, die stehen das ist ja, schon ja da. Alles aufgebraucht. Ne? Also, es ist schon extrem hochwertig, was uns da präsentiert wird, allein auch an den Effekten. Das hat ja nicht nur, Serien haben mittlerweile auch geile Special Effects, aber das ist ja schon auf MCU-Filmniveau alles. Und vor allem, es leistet sich wirklich keine Schwäche, ne? Also es ist wirklich kein Effekt, wo ich, und gerade Michael, du fährst ja gerne ins Uncanny Valley, ne? Aber da war wirklich jetzt echt nichts dabei, wo ich dachte so, boah, das sieht aber jetzt kacke aus oder hier siehst du jetzt volle Kanne, ja? Selbst solche Szenen bei The Walking Dead. Ja, selbst solche Szenen, die oft daneben gehen, wie ein Vision, der abhebt und sich alles von oben anschaut. Das geht ja, ich meine, man muss sich allein das Arrowverse anschauen, wo die Flugszenen alle okay sind, aber nicht mehr ansatzweise diesen Detailgrad erreichen, den uns der WandaVision geliefert hat. Zum Abschluss noch eine Geschichte, die ich mir hier irgendwie notiert hatte, aber die hat im Moment noch gar keinen Payoff. Diese Mid-Credit-Scene mit Monica und Pietro aus Folge 7, die hat aber jetzt in Folge 8 noch überhaupt keinen Payoff gehabt, oder?
Nee, auch sehr schade, dass man gar nichts gesehen hat von den beiden. Also zumindest eine Szene wäre logisch gewesen. Ja. Das war aber das ist komisch, dass da gar nichts kam. Oder zumindest. Ich wollte uns wahrscheinlich einfach nur erinnern, so, die sind auf jeden Fall noch da. Macht euch keine Sorgen, da kommt noch was. Ja. Ich glaube, wir haben hier einfach die typische Clipshow-Episode mit dem WandaVision-Twist geschenkt bekommen. Ja, und man sollte ja auch ein bisschen überlegen, ist Pietro jetzt tatsächlich nur unter Agathas Fuchtel, weil er sagt ja auch irgendwie, was sagt er nochmal? Schnüffler machen das, was sie so machen, schnüffeln oder sowas übersetzt. Und ich glaube hier, dass da nochmal in Frage gestellt werden soll, ob Pietro jetzt auf Wandas Seite ist oder nicht. Und ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass er sich jetzt mit Monica verbündet. Dass das eben nur so aussehen sollte, als würde er Monica jetzt stoppen. Ja. Die Schauspielerin bzw. Monica Rambeau hat auf jeden Fall ja die Nebenrolle in Captain Marvel 2 wird sie haben. Cool. Na dann sind wir mal gespannt. Ich denke mal, wir packen mal unseren Nerd Talk an dieser Stelle mal so langsam wieder zusammen, damit wir auch für nächste Woche noch was zu reden haben. Wobei ich glaube, da werden uns die Macher nicht enttäuschen und uns auch genug zu sehen geben. Hoffen wir mal, dass es eine 10. Folge gibt. Hoffen wir mal, dass sie rechtzeitig angekündigt wird, weil sonst stehen wir nächste Woche ein bisschen doof da, wenn wir einen Season Recap machen und dann kommt dann eigentlich noch was. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ansonsten schaut euch nicht zu viele Spoiler im Netz an, weil ich bin auch schon über Zeilen gestolpert. Da sollen wohl ganz schon krasse Spoiler fürs Finale schon raus sein. Krass. Ich habe sie extra nicht angeklickt. Also es sind fette Spoiler unterwegs. Ja, the web is dark and full of spoilers, das wisst ihr ja. Und von daher passt an der Stelle mal auf. Planmäßig sind wir jetzt also am 8.3., also nächsten Montag wieder da mit Folge 9 und einem Season Recap und vielleicht auch schon im kleinen Ausblick auf die nächsten Marvel-Serien. Dann geht's Schlag auf Schlag weiter, nämlich am Dienstag, den 9., sind wir schon wieder online, wenn wir dann nämlich 2 Folgen der 10. Staffel oder des zweiten Teils der 10. Staffel von The Walking Dead besprechen, ja. Und am 15.3. habt ihr ja schon gehört, dann werden wir wahrscheinlich über Filmklassiker reden, außer Marvel legt uns wirklich noch eine 10. Folge ins Nest, da müssen wir natürlich da auch nochmal drüber reden. Also, am besten ihr verfolgt das Ganze in den sozialen Medien, nämlich bei Facebook oder Twitter oder Instagram. Da werden wir das auf jeden Fall rechtzeitig posten. Wir freuen uns immer über euer Feedback, nämlich auf nerdizismus.de/discord oder auf nerdizismus.de oder auf info@nerdizismus oder natürlich wie immer per WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525 964 7709. Und in diesem Sinne, vielen Dank an den Chat. Vielen Dank bei euch beiden. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir dann das Finale besprechen dieser wunderbaren Show. Und ich freue mich schon, wenn es dann weitergeht mit Falcon, denn das soll auch richtiger Knaller werden. Also, in diesem Sinne, machtet Jod, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.